Herzlich willkommen zurück zu Coral Island. Ja, und das Erste, was wir machen, ist erstmal wieder mal Fernseher gucken. Und dann schauen wir einmal, was uns Jeff Smith wieder erzählt. Also wieder das Gleiche wie beim letzten Mal, können wir überspringen. Einmal Wettervorhersage und mal wieder sonnig. Joa, oh Wunder. Und das mit den Korallensternen, ich glaube, da hat sich auch nichts Neues getan. Ja, ist auch wieder das Gleiche. Werde ich dann auch gleich mit überspringen. Genau, richtig. Ich wollte einmal noch sagen, sorry, dass die letzten zwei Episoden von der Audio so ein bisschen, naja, semi-optimal waren. Ich hatte leider die falschen Einstellungen gehabt und konnte das auch nicht mehr rückgängig machen. Ja, aber jetzt läuft es wieder normal. Ich hoffe, das bleibt auch so. Das sind immer meine ewigen Qualen, ne, mit den Audiogeschichten. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz schauen. Wir haben ja noch ein paar neue Level bekommen. Ich meine, wir werden letztendlich eh alles davon nehmen, deswegen machen wir einfach hier das Upgrade. Doppelter Fang. Hä? Das ist gar nicht freigeschaltet. Ich kann gar nicht mehr. Okay. Komisch. Naja, was soll's. Auf in die Farmarbeit. Yay. So, da sind wir hier soweit fertig. Irgendwie habe ich Lust, dass wir mal ein bisschen Zeit in der Stadt verbringen. Ein bisschen mit den Leuten plaudern. Weiß ich nicht. Sowas in der Art. Wer läuft da auch schon? Valentina läuft hier rum. Ich will noch den Schmetterling ins Museum bringen. Das wäre auch nicht schlecht. Und da wir ja den Hühnerstall inzwischen haben, müssen wir ja auch noch ein Hühnchen kaufen. Sollten wir heute auch am besten noch erledigen. So, sehr schön bestätigen. Gut. Raus hier. So. Meine Mutter packt mir immer mein Pausenbrot für die Schule ein. Sie sagt erst das Pausenbrot, dann die Snacks. Oh, naja. Sie hält sich bestimmt nicht wirklich dran, oder? Mit den Snacks. Okidoki. Ein bisschen Müll gesammelt. Was gibt's hier so Schönes? Wieder Völkerwanderung in auf Coral Island. So viele Leute unterwegs. Yay. Und wir mittendrin. Auf geht's, auf geht's. Weißer Flamingo. Es ist geschlossen. Okay. Ein Bekleidungsgeschäft oder was? Sieht danach aus, ne? Wegen den Schaupuppen. Jetzt, wo der Frühling endlich da ist, kann ich wieder mit dem Sammeln von Shiitake beginnen. Davon haben wir auch schon jede Menge gesammelt, ne? Zack. Oh, ein Seestern. Ja. Sorry, wenn ich heute vielleicht nicht so aufgedreht klinge wie sonst auch. Naja, klinge ich oft aufgedreht? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich hatte heute ein Ereignis. Mein Auto wurde zum ersten Mal in meinem Leben abgeschleppt, weil ich falsch geparkt habe. Das war äußerst unangenehm. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also es war schon eine Erfahrung, sage ich euch. Deswegen bin ich noch so ein bisschen halb im Schock sitzend hier am Aufnehmen. Minigolfplatz. Die Entwickler sind mit dem Bereich. Ach so, die sind ja immer noch nicht fertig damit. Stimmt, da war was. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, seht es mir nach, wenn ich heute noch verwirrter bin als sonst. Schwarzer Phantomsammler. Was wir nicht alles hier in den Mülltonnen finden. Sehr schön, sehr schön. Müssen wir dann nochmal ins Museum rennen heute, ne? Ja. Auf jeden Fall habe ich mein Auto zurück und werde um ein paar Groschen leichter sein. Ach ja. Wieso? Zack. Wilde Samen. Es sind so viele Schmetterlinge unterwegs. Kleiner Waldsatyr-Schmetterling. Schön, schön. Ich glaube, den hatten wir auch schon gehabt, ne? Ist auch nichts Neues.
So, das ist also Connors Haus, voller Kumpel. Hast du wirklich eine Meerjungfrau gesehen? Connor, nein, immer noch nicht? Ach, du hast mich schon wieder erwischt. Schöne Pleite, Rainy. Was? Pleite? Ja. Connor, nein, ich habe noch keine Meerjungfrau entdeckt, aber bestimmt entdecke ich sie irgendwann mal. Wenn ich der Schildkröte eine Gurke gegeben habe. Was wahrscheinlich bis nächstes Jahr dauern wird, es sei denn, ich kriege noch ein Gewächshaus dieses Jahr. Ja, oder wir kriegen eine Gurke von jemandem geschenkt. Das kann natürlich auch sein. Oder es ist vielleicht irgendwie. Es gibt doch hier mehrere Märkte, oder nicht, ne? Ich meine, das eine Schiff haben wir mal gesehen. Ah, jetzt habe ich meine Spitzhacke wieder. Endlich wird es wärmer. Ich freue mich schon, weil wir endlich wieder draußen. Ja, zu schnell weggeklickt. Aufwerten. Also wir haben schon mal die Gießkanne und die Spitzhacke. Jetzt müssen wir nur noch die zwei Sachen aufwerten. So, daran werden wir auch jetzt arbeiten. Sehr gut. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich vorher erzählen wollte. Kurzzeitgedächtnis lässt grüßen. Joa. Ach Mann, ach Mann. So ist das. Okay, und jetzt geben wir den Fisch hier ab. So, bitteschön. Hä? Ach, den hatten wir schon. Ach, Menno. Okay, den Weg hätte ich mir jetzt sparen können. Na gut. Aber dafür können wir jetzt mehr verkaufen, ne? So geht's natürlich auch. Geld können wir gebrauchen. Ich habe immer das Gefühl, wir kommen kaum voran. Also immer, wenn wir ein bisschen angespart haben, geben wir es wieder aus. Oder ich gebe es wieder aus. Nicht ihr, ich gebe es aus. Leicht verschwenderisch. So, zack, zack, zack. Okay. Dann packen wir die Sachen hier noch weg. Gut. Ich will ein bisschen Ordnung schaffen. So, das hier hin, dahin und dahin. Sehr gut. Perfekt. Dann wollen wir jetzt schon mal zur Ranch wegen unserem Küken. Ich möchte gerne ein Chickeny haben. Ein süßes kleines Chickeny. Wie hieß der Typ? Jack. Hier gibt es immer etwas zu tun. Das ist nun mal so, wenn man ein Geschäft hat. Ja, klingt logisch. Einkaufen. Okay, Heu können wir wahrscheinlich gebrauchen. Milcheimer erstmal nicht. Aber wir brauchen vorher erstmal das Tier. Oh, süß, Küken. Wird auch Küken genannt. Lebt im Hühnerstall. Kann noch keine Eier legen. Naja, ist ja auch noch ein Baby. Wir können ein erwachsenes Huhn kaufen oder erst ein Küken. Ich bin für das Küken. Und wie nennen wir gleich unser Küken? Ah, wir müssen den Hühnerstall aus. Achso, das wählen wir aus und wir nennen das Küken. Wir nennen es Chickeny. Ich weiß, nicht sehr originell, aber Chickeny. Sehr gut. Oh, guck mal, wir können auch eine Kuh kaufen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch ganz viel Futter. Und das nächste Ziel wäre ein Silo. Weil ich glaube, sonst wird es nervig, ständig hier Heuhaufen zu kaufen. Genau. Und dann können wir vielleicht irgendwie das speichern, dieses Heu. Und vielleicht auch selbst einiges herstellen oder sammeln. Könnte natürlich auch sein. Wir brauchen für unser Chickeny auch unbedingt. Hey, Kleines. Ein bisschen streicheln. Ja. Chickeny ist heute glücklich. Sieht aber nicht so aus. Und Chickeny, warum siehst du aus wie eine Kuh? Also das mit der Animation funktioniert noch nicht so ganz. Ist nicht ganz so optimal. Also da kann ich nichts reinpacken. Ich habe gehofft, man kann das irgendwo lagern. Hier 0 von 0. Das heißt, ja, wir haben kein Silo, ne? Ich kann damit auch nicht interagieren. Hier kann man sehr schön die einzelnen Tiere auch sehen. Das finde ich auch gut, dass man hier so einen Überblick hat mit den Tieren. Ja, wir bräuchten einen Zaun, ne? Dass unser Chicken hier auch ein bisschen draußen spazieren kann. Ich mache hier ein bisschen was.
müssen das erstmal freiräumen. Und ich möchte auf jeden Fall bei dem Zaun das so haben, dass da auch so Gras drin ist, ne? So dass sich unser Chicken hier richtig wohl fühlt und vielleicht auch so ein bisschen Gras fressen kann oder die Würmer unterm Gras. Na, das wäre schon ganz schön. Damit es unsere Tierchen auch richtig gut haben auf unserer Farm. Na, so soll das sein. Gut, und woraus machen wir den Zaun? Ich glaube am besten aus Stein, weil davon haben wir einfach Unmengen an Stein haben wir. Steinbodenplatte. Ja, wir sollten vielleicht auch ein bisschen was verlegen, damit das Unkraut nicht wieder wächst. Aber ich bin hier jemand, der immer so lange zögert, weil ich immer denke, oh, wir brauchen das vielleicht irgendwann mal unbedingt. Ganz viel davon. Ja. Aber erstmal hier Steinzaun. Das geht auf jeden Fall vor. Später kümmern wir uns um den Boden. Ich muss mir auch überlegen, wie ich vielleicht unseren Garten ein bisschen schöner gestalte. Ich möchte auf jeden Fall später auch diese Sprinkler haben, damit wir nicht immer gießen müssen. Deswegen muss ich die auch eh anders hinstellen und auch mit den Vogelscheuchen und so. Muss ich mir auch was einfallen lassen. Im Sommer werde ich mich so dran setzen, wenn wir dann die neuen Pflanzen haben, weil das, was ich hier jetzt gerade habe, sind ja nur ein paar Fetzen, die noch übrig geblieben sind vom ursprünglichen Feld. So, wie machen wir das? Ich denke mal so hier von hinten noch weiter zurück oder... Okay, so. Ja. Damit dahinter auch noch ein bisschen Platz ist. Und dann hier einmal eine noch und dann hier runter, so. Hier machen wir dann einmal das Tor hin, damit ich da immer schön reinlaufen kann. Einmal hier durch. Es ist ein bisschen doof, dass der eine Baumstumpf da auch noch mit reingeht. Aber den können wir ja dann später einmal entfernen. Okay, wegen dem Gras komme ich da nicht weiter, ne? Auch nicht so, weil ich hätte eigentlich schon gerne Gras hier drin. Machen wir erstmal den Stein da weg. So. Ich glaube, ich muss allgemein hier ein bisschen freischäffeln. Aber gleich. So, zack. Zack. Okay, hier schon wieder was. Oh, man sieht so schlecht. Da sieht man schon, ich muss mich ein bisschen mehr um die Farm kümmern. Bei mir fehlt dann immer die Motivation, weil wir nicht gerade so ein Bauprojekt haben, ne? So, zack. Da vorne her. Und hier einen Stein wegmachen. Und hier den Baum, der stört auch komplett. Ja, das dauert wieder Ewigkeiten. Wir müssen unbedingt die Axt auch ausbessern. Zack. Das haben wir dann auch. Und hier muss ich auch ein bisschen freimachen. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Gras wegmache. Weil das soll hier drin noch bleiben. Dass unser Chicken wenigstens ein bisschen frisches Gras hat. So. Hier machen wir auch noch ein bisschen was weg. Sieht soweit gut aus. Ah, hier noch das kleine Ding. So. Zurück zu unserem Steinzaun. Zack. Achso, ich dachte gerade, wieso geht das nicht? Ich habe doch alles freigeräumt. So, und dann genau hier am Gras entlang. Perfekt. Genau so, wie ich es haben wollte. So, und jetzt müssen wir hier auch wieder freischaufeln. Freischaufeln? Nicht angeln. Grobmotorik lässt grüßen. Zack. Treffen muss auch gekonnt sein. So. Und ich brauche ein paar mehr Zäune. Das steht auch fest. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Ja, boah, das ist so nervig. Aber ich bin fast soweit. Ja, perfekt. Unser Zaun ist fertig. Dass sogar die Musik loslegt. Ja, ich sollte hier ein bisschen mehr sauber machen. Ich glaube, ich mache das eben noch kurz. Dass ich hier
dass man wenigstens so reinschauen kann zu unserem kleinen Chickenie hier auf den Hof. Weil hier haben wir ja dichten Wald inzwischen, ne? Uiuiuiui, es wird auch nicht besser, ne? Ja, ich kümmere mich da einmal kurz drum. Ich glaube, das schneide ich dann einfach weg. So, dann sind wir soweit fertig. Ich habe auch kaum Energie mehr. Ich glaube, ich mache hier noch ein paar Truhen, wenn ich eh schon dabei bin. So. Weil mir geht langsam der Platz aus. Und hier will ich auch eine Truhe hinstellen. Da mache ich nämlich das Heu rein. Sodass, solange wir halt kein Silo haben. Na, guckt euch das an, Chickenie läuft schon draußen rum. Voll süß. Ha. Genau, die Truhe. Ach so, die kann man nicht im Raum ein... Oh, das ist ja schade. Gut, dann stellen wir es halt hier draußen hin. Ist ja auch nicht schlimm. Wir müssen eh von außen immer rein. Und dann können wir das hier reinpacken. Genau. Und immer, wenn wir dann reinkommen, hole ich dann eins und lege das dann rein. Ne, unser kleines Chickenie. Ich hoffe, du bist glücklich hier. Ja. Steht es glücklich, auch wenn die Kuh nicht glücklich aussieht. Ach, irgendwas ist ja lustig, ne, mit dem Early Access. Dass man so komische kleine Fehler hier und da hat, ne. So, dann nehmen wir hier die Essenz noch mit. Nee, die war, glaube ich, nicht hier. Ist auch schon alles voll, ich muss neu sortieren. Ich habe ja jetzt ein bisschen Platz. Das machen wir mal eben kurz. Ich glaube, ich nehme die ganzen Erzeugnisse. Das kann drin bleiben. Also das, was ich erfarmt habe. Hey, ups, nächstes. Die Essenz kann weg, ja. Nee, hier ist sonst... Gut, Dünger können wir noch ein bisschen was machen. Okay. Faser. Das können wir alles noch gar nicht so richtig verarbeiten. Und das packen wir dann hier rein. So. Und dann können wir nämlich in den hier die ganzen Erzeugnisse reinmachen. Genau. Das macht erstmal Sinn. Fürs Erste halt einfach, ne? Gut, wie sieht es jetzt aus? Wir haben es 3 Uhr nachmittags. Ich glaube, wir können noch ein bisschen was angeln hier. Mit dem bisschen Fitzelchen an Energie, das wir noch haben. Ich weiß halt nur nicht, ob da jetzt noch was kommt oder nicht. Warten, bis Fisch an der Leine hängt. Da kommt was. Oh, er knabbert, knabbert. Ja, jetzt. Uiu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 
Tor öffnen. Geht Chickeny von alleine nach Hause oder muss ich den reinrufen? Ach so, er ist zu Hause. Okay, gut. Das wollte ich nur einmal abchecken, ob das soweit funktioniert. Nicht, dass unser kleines Küken draußen bleibt und von irgendwelchen Wölfen gefressen wird oder so. Gut, dann gehen wir jetzt ins Bettchen. Da der Tag recht schnell ging, oh, Landwirtschaft Ebene 5. Sehr gut. Werde ich wahrscheinlich noch eine zweite Folge mit hinterher schmeißen. Schauen, Bergbau auch Ebene 4. Oh, und mit Pablo haben wir noch ein Herz gekriegt. Cool. Und 2077. Ja gut, ich konnte auch gut was ernten. Das ist natürlich auch schön. Perfekt, perfekt. Okay, starten wir den neuen Tag. So, herzlich willkommen zurück. Ein neuer Tag. Auf Coral Island. So. Dann schauen wir mal, was haben wir hier noch Schönes. Wir haben schon 35 von 50 von den Erzeugnissen. Mit dem Meer kommen wir natürlich nicht weiter, was doof ist. Aber hier haben wir gelevelt. Da können wir noch was freischalten. Doppelte Edelsteine oder die Steine zerbrechen. Nehmen wir die Edelsteine. Und ja, hier war ja das, wo man nicht weiterkommt, ne? Ich weiß auch nicht, wie man das freischalten soll mit dem Fang. Und was ich dafür machen muss. Hier Feldfruchtexpress können wir noch machen. Sehr gut. Das passt ja dann. Ja. Und sonst nichts, ne? Dann würde ich sagen, schauen wir einmal wieder kurz beim Fernseher vorbei. Jeff Smith. Ja, das hatten wir schon gehabt. Kann ich wieder überspringen. Schauen wir einmal, wie es mit dem Wetter aussieht. Regnerisch, wow, das hatten wir ewig nicht mehr. Morgen wird es regnen. Gerade da, wo wir endlich einen Küken haben, wo ich denke, das will die Zeit draußen verbringen, passiert sowas. Okay, Toni. Ach, mit dem Detektiv. Das hatten wir auch schon gehabt, ne? Ich glaube, das ist die... Ja, mit Mochi war die erste Episode. Die hatten wir schon. Wir haben die erste und die zweite gesehen, ne? Ja. Gut. Sehr schön. Und dann geht es erstmal an unsere Farmarbeit. Und der Honig ist fertig. Nice. Produziert Honig. Ach so, er ist noch gar nicht fertig. Ich dachte, der wäre fertig. Na gut. Gut, da habe ich hier das jetzt auch alles schön fertig gemacht. Sieht schon etwas kahl aus, aber wir haben nur noch 3 Tage und dann ist Sommer. Dann gehen wir jetzt kurz zu Chickeny. Müssen wir einmal füttern. Oh, ich mag die Musik hier so gerne. Chickeny, Hallöchen. Oh, du hast ja gar nicht gegessen, Kleines. Hattest du keinen Hunger? Oder ist das immer so am ersten Tag? Oder ist es, weil das Küken draußen war und draußen gegessen hat? Das weiß ich jetzt nicht. Ich packe zur Sicherheit eins noch dazu. Ja, ich weiß halt nicht, ob sie das dann isst oder nicht. Keine Ahnung. Aber wir gehen mal raus. Jetzt müssen wir unsere alltäglichen Erledigungen fertig machen. Hier die Essenz wieder rausholen. Jetzt haben wir, glaube ich, schon 3 Stück. Wir brauchen ja 5, ne? Für die nächste Erweiterung. Wo ist die Essenz? Hier ist sie. Genau, 3 Stück haben wir schon. 2 fehlen uns noch. Dann geht's endlich weiter. Mal schauen, mal schauen. Ich muss mich wieder entscheiden, was ich als nächstes mache. Also ich will auf jeden Fall heute noch in die Minen, dass wir da vielleicht endlich mal ein bisschen weiter vorankommen, weil da stecke ich ja so ein bisschen fest. Okay. Dann wollen wir mal. Zack, die Zack. Kommt jetzt was oder kommt jetzt nicht? Mal schauen.
Müll wieder aufsammeln. Na? Ich hasse das, dass ich hier richtig klicken muss, um reinzukommen. Ich will den Hummer ja einmal abgeben. Zack. Oder die Languste, Entschuldigung. Die Languste wollte ich abgeben. So. Dann wollen wir mal zack, zack, zack. Hä? Hä? Wie Languste verschenken? Ich dachte, ich habe die gerade abgegeben. Oh, ist mir das nicht schon mal mit dem Seepferdchen passiert? Ja, jetzt komme ich da schon wieder nicht rein. Oh, dein Ernst, so. Ich dachte, ich hätte das abgegeben, aber ich muss wahrscheinlich abgeben und dann bestätigen. So, ich habe das Bestätigen wahrscheinlich ausgelassen. Ja gut, aber jetzt haben wir es, ja. Sehr gut. Ich bin so froh, dass der Frühling fast vorbei ist, denn das heißt, der Sommer steht vor der Tür. Ich liebe es, wenn die Tage länger werden. Oh ja, ich auch. Auch wenn wir in der Realität eher vorm Winter stehen. Ich mag den Sommer, aber nur wenn es nicht zu heiß wird, dann mag ich den Frühling doch lieber. Aber der Winter ist auch schön. Ich freue mich immer auf den Schnee. So, Kalender. Zack, zack, wir haben den... Welches Datum haben wir denn gerade? Ich habe gar nicht drauf geachtet, aber auf jeden Fall gibt es kein Fest mehr. Ach, 25. haben wir. Okay, ich muss noch 20 Minuten irgendwie verdödeln. Gehen wir mal Markt besuchen hier. Hallöchen. Narzisse verschenken. Ja, machen wir. Danke, Rini, du bist echt nett. Ja, danke, ich weiß, Markt, das sagst du mir jedes Mal. Die heiße Quelle ist umsonst. Ich frage mich, wieso nicht mehr Leute dorthin gehen. Was machst du denn an einem Donnerstag hier? Was soll das denn so heißen? Hallo, Marc? Warum sollte ich nicht an einem Donnerstag hier sein? Du trinkst jeden Tag hier deinen Kaffee. Du solltest auch mal arbeiten, Junge. Bürgermeister Connor hat mich mit der Dekoration und der Landschaftsgestaltung der Stadt beauftragt. Aber das hat sie sehr schön gemacht mit der Gestaltung. Ich mag die Arbeit, auch wenn es sehr anstrengend werden kann. Ja... Zum Glück greift mir Pablo unter die Arme. Ah ja, der ist ja ganz nett, der Pablo. Der ist ja ganz nett. So, oh, hier ist das, ne? Hier kann man auch einkaufen, sehr gut. Pfingstrosenhonig und Wachtelmayonnaise. Heißt es, wir können hier auch Wachteln kriegen? Nicht nur Chickenies, sondern auch kleine süße Wachteln? Oh, wie cool. Das müssen wir uns auf jeden Fall dann später auch holen. So ein paar Wachtelküken. Oh, wie süß. Zucker. Zucker, Zucker. So, dann schauen wir uns mal an, ob es hier was Neues gibt. Ich will erstmal so ein paar Läden abchecken. Also hier... Ich habe irgendwie gehofft, dass vielleicht zum Ende der Saison vielleicht schon die neuen Pflanzen für die neue Saison hier verkauft werden. Aber leider ist das jetzt nicht der Fall, ne? Also man muss echt wahrscheinlich bis zur nächsten Saison warten, bis da was passiert. Das hätten die ruhig ändern können. Das ist in jedem anderen Spiel genauso, aber ich finde, die hätten ja auch mal eine Ausnahme machen können. Weil es schon ein bisschen nervig ist, dass man halt ein bisschen Zeit vergeudet, ne? Dann hätte man gleich am ersten Sommer durchstarten können mit den Pflanzen und so, ne? Charles muss seine Antihistamine nehmen. Ich weiß nicht, wie ich es ihm sonst sagen soll. Dadurch wird er sich buchstäblich besser fühlen. Ja, ein Arzt, der keine Tabletten nehmen will, ne? Irgendwo ja süß. Meine Katze schnarcht so laut. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Die ist direkt hinter mir. Ich höre sie durch die Kopfhörer. Ja, das ist so, wenn die eigene Katze schon ein bisschen älter ist, ne?
So, rund um mein Haus kannst du alles Mögliche finden. Oh, Essen meine ich. Ja, es gibt wilde Pilze, manchmal sogar frische Früchte. Ja, du hast einen Taco-Laden, Schätzchen, aber du verkaufst keine Tacos. Ich verstehe dich nicht. Ich hätte von dir so viele Tacos gekauft. Aber sie will sie nicht verkaufen. Was soll man machen? Selber schuld. Sie hätte damit ein Vermögen verdienen können, allein an uns. Ich halte die gesamte Jahreszeit über die Fenster geschlossen. Junge, du sitzt gerade draußen. Will ich nur so mal sagen. Naja. Jedem das Seine. Schauen wir uns mal den Laden nochmal an. Ja, ich schaue hier immer so gerne vorbei, weil ich finde die Sachen so schön. Innenraummöbel und Outdoor. Oh, es gibt auch Outdoor-Möbel. Wir müssen uns unbedingt so einen Grill oder so nach draußen stellen. Aber wetten, das ist auch alles nur Deko. Nicht funktional. Wäre es wenigstens funktional, dann hätte ich es auch gekauft. Aber ich will nicht nochmal sowas erleben wie mit meinem Kalender. So, Innenraummöbel. Ja, alles so furchtbar teuer. Aber ich hätte das so gerne auch. Diese ganzen Sachen sind voll schick. Ich habe übrigens auch so eine Trennwand hier zwischen meinem Bett. Also hinter meinem Bett, so wie hier. Joa. Sodass ich hier dahinter praktisch meine kleine Aufnahmestation habe. Also die Sachen sind wirklich schick. Kann man nichts zu sagen, aber alles viel zu teuer. Das ist wahrscheinlich alles fürs Endgame gemacht, ne? Dass man irgendwann vielleicht im Jahr 5 oder so anfängt, alles schick zu machen, ne? Allein der Teppich ist so schick, Mann. Ich mag das. Das mag ich besonders gerne. In den Farben mit den Türkistönen. Sehr, sehr schön. Wir haben voll den schönen, gechillten Morgen hier. Ich mag Coral Island. Das entspannt mich einfach so. So. Oh, wir könnten hier eigentlich auch ein bisschen angeln. Ich will mich so ein bisschen daran setzen. Da ist was. Oh, 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 oh. Und. Oje, oje, oje. Der ist ja wild. Boah, der dreht ja richtig durch. Was ist das denn? Ich habe wenigstens das Prinzip mit dem Angeln verstanden. Man muss den Knopf halten und nicht die ganze Zeit drücken. Und da muss man aufpassen, dass das nicht überspannt. Eine Makrele! Wow, wir haben eine richtige Makrele geangelt. Ich mag Makrelen, cool. Kann man noch was angeln? Jetzt hat es mich gepackt. Fischlein unter Wasser. Oh, da ist das. Das geht ja schnell. Was ist das? Müll. Ja, herrlich. Oh, da kommt was. Ui, der ist auch ein bisschen wild. Noch eine Makrele? Aber nee, die Makrele war wilder. Uiuiuiuiui. Ein Kofferfisch, wenn er sich bedroht fühlt, gibt er eine giftige Substanz ab. Kenne ich ja gar nicht, Kofferfisch. Oh, was ist das? Wow. Der drehte so durch. Na komm. Fischi. Ich beiße nicht. Ho. Oh, ein blauer Doktorfisch. Flach und rund. Oh, jetzt muss ich an Findet Nemo denken. Ui. Das ist kein einfaches Ding. Uiuiuiui. Na komm, chill mal ein bisschen. Na. So, ach, noch eine Makrele. Okay, cool. Ich bin mit unserer Ausbeute sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Jetzt haben wir was Gutes zu verkaufen.
kaum zu glauben, dass der Frühling fast vorbei ist, oder? Er ist wie im Flug vergangen, nicht wahr? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, es hat sich ein bisschen jetzt zum Ende hin ein bisschen gedehnt, das Ganze. Es war echt schön, so viel Zeit im Freien zu verbringen. Ich mag den Sommer auch, aber der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit. Es hätte ich echt nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass Waku oder wie auch immer, dass das eher so ein Wintertyp ist. Aber schon süß, dass er so ein Frühlingstyp ist. Genauso wie ich nicht gedacht hätte, dass Marc so ein Blümchentyp ist, ne? Ne, Marc, von dir spreche ich gerade. Du bist ein Blümchentyp. Richtig süß. Mal sehen, ob wir ein paar Fische hier abgeben können. Ich meine, Makrele und Doktorfisch hatten wir noch nicht. Kofferfisch ja auch nicht, ja. Auch wenn es eine so gute Qualität ist, dass es mir fast zu schade ist. Aber wir geben alles ab. Das Museum füllt sich richtig gut. Ich bin voll stolz auf mich. Okidoki. So, jetzt einmal kurz überlegen. Wo könnten wir noch so einen Besuch abstatten? Hier beim Schreiner vielleicht nochmal nachschauen. Weil ich vergesse immer so, was man sich noch alles holen kann. Aber ich glaube, vieles hier brauchte man auch schon diese Silberbarren, ne? Deswegen, wir müssen so oder so in den... Oh! Hühnerstall? Ach, bearbeiten kann man. Und hier. Obwohl, nee. Bronze. Ach, Silberbarren, richtig. Ne, wir müssen eh in den Minen runter. Ja, und sonst halt Dekosachen, ne? Und darauf falle ich nicht mehr rein. Hier eine Scheune könnten wir ansonsten noch. Oder Hühnerstall Stufe 1. Könnte man sich noch eins hinstellen oder was? Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Brie, manchmal vermisse ich meine Zeit als Model. Der Glamour, die Leute. Ja, sie sieht auch aus so ein bisschen wie so ein Model. Schon hübsch, die Brie. Brie oder Brie. Aber nicht alles daran war schön. Manchmal war es echt hart. Das glaube ich dir. So, Leute. Dann würde ich sagen, wir nehmen diese Narzisse noch mit uns. Und hier noch die Sachen. Noch ein paar Samen, Wasabi. Und dann ab zurück zur Farm, ein paar Sachen entledigen. Und dann machen wir noch einen kleinen Abstecher zur Mine. So. Passt, Kompost. Mein Gehirn rattert wieder. Hier gehört das rein, so. Das packe ich dann jetzt auch einfach mit rein. Und den Rest können wir ja dann verkaufen. Oh, Post? Lieber Rainy, hast du schon mal was gebacken? Für mich ist das gut zum Stressabbau. Vielleicht gilt das auch für dich. Jedenfalls schicke ich dir hier ein Mondkuchenrezept, das du zu Hause backen kannst. Probier es aus. Viel Glück, Betty. Ach, voll süß. Wir haben ein Mondkuchenrezept gekriegt von Betty. Ist das nicht unser erstes Rezept? Das ist ja richtig süß. Danke, Betty. Da bin ich richtig gerade voll... Ja. Wir können zwar noch nichts machen, aber für die Zukunft, ne? Nicht schlecht, haben wir schon mal ein Rezept. So, ab zur Mine. Zu unserer kuscheligen Mine. Neuer Versuch, neues Glück, oder wie sagt man so schön? Ebene 25. Auf ins Gefecht. Ups, da haben wir schon was. Hineinspringen, bitte.
Na, da tut sich. Aha! Da tut sich tatsächlich was. Sehr gut. Ja, ich habe aber nicht mehr viel Energie. So, zack, zack. Aha! Und ab geht's. Ja, meine Energie ist leider hier ausgelaufen, also ich habe es wieder nicht bis 30 geschafft. Hä? Fackel? Ich will doch einfach nur hoch. Ach, dahinter ist direkt eine Fackel. Ach, das ist ja ein bisschen nervig, das Ganze. Aber gut. Naja, das war ja für euch wahrscheinlich ein kurzer Ausflug, weil ich das eh schneiden werde. Für mich ging es halt, aber es ist halt nichts Neues, ne? Gut, manchmal ist das eben so. Dann schafft man seine Ziele auch nicht direkt. Dann geht's wieder zurück zur Farm. Joa, und dann ab ins Bettchen, ne? Vorher noch einmal kurz die Sachen hier ablegen. Wir haben ein paar interessante Sachen in der Höhle gefunden. Einmal diese mysteriöse Geode und auch Ingwer fand ich auch cool. Hatte ich auch noch nicht gehabt, ne, Ingwer. Ich weiß halt nicht, ob wir das vielleicht auch im Museum abgeben können. Könnte natürlich auch sein. So, 39 Bronzedinger. So, ein paar Barren fertig machen, weil wir ja noch ein paar Werkzeuge zu verbessern haben, ne? Gut. Aus die Maus. Ach, jetzt ist aber der Honig fertig. Veilchenhonig. Auch verkaufen. Können wir jetzt noch das einmal befüllen hier mit der Pflanze? Mit dem Mohn. Dann gibt es vielleicht Mohnhonig. Mohnblütenhonig oder so. Okay, ab in die Haier. Ebene 1. Jetzt können wir Köder herstellen. Sehr gut. Das. Oh, und Betty und Mark. Herzchen dazu gekriegt. Hehehe. Sehr gut. Und 1000 verdient. 1021. Joa. Da waren wir fleißig. Okay, Leute. Ich bin sehr zufrieden damit. Mit meiner Ausbeutung. Und ich würde wie immer an dieser Stelle sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.